Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen Samstag und einen tollen Tag. Den wünsche ich euch genauso wie das Wochenende überhaupt. Mit hoffentlich vielen Glücksmomenten. Ihr seid hier gelandet auf meinem YouTube-Kanal himmlischebotschaften.de bei mir Christel Weiß und ich freue mich, dass ihr Zeit findet. Super, dass es euch gibt, diese Community und ja, ich drücke euch alle und wünsche euch ein tolles Wochenende. Ja, das mal im Vorspann, jetzt aber zu dieser Legung. Und die geht um dich. Wir gehen mal nicht in Richtung Herzblatt, der kommt vielleicht heute Abend noch, mal gucken. Und hier jetzt eher in die Tendenz, was möchte die lichtvolle geistige Welt dir mitgeben? Wir hatten Donnerstagabend Herzblatt und ja, gestern habe ich mal ausgesetzt, darum jetzt heute Morgen. Und da geht es auch ein bisschen bei dir jetzt in die Tiefe. Und was sind da vielleicht noch für Störfelder, Defizite, die du angucken solltest, falls es dir nicht selber schon aufgegangen ist? Ansonsten, ja, wo soll es denn hingehen? Das ist hoffentlich das Resultat der Legung. Ja, ich freue mich und wir starten jetzt auch gleich durch. Vorher, wie immer, mit der Bitte an Erzengel Michael um Schutz für diese Seelengruppe der Sternschnuppen, für mich, für dieses Reading. Und mögen hier jetzt die Karten fallen, die uns eine Aussage darüber geben, wie es hier mit deinem Leben in Zukunft weitergeht. Die Lennys von Jerome Marchetti habe ich in der Hand. Wir gehen mal in dein Thema. Die Herzöffnung, Herzheilung, der Schlüssel, die Liebe in mir selbst zu öffnen, um an diese Liebe zu kommen, die ich nicht im Außen finde, nur bei mir. Ja, hier geht es trotz alledem um ein Herzblatt. Eine Einladung in der Öffentlichkeit. Du möchtest in die Stabilität mit diesem Herzblatt, der das Ganze unter Umständen hier noch blockiert. Oder immer mal wieder, je nachdem. Ihr werdet es wissen. Ja, denn wir haben hier unten drunter auch die Kreisläufe. Ja, falls du dich jetzt angesprochen siehst, bist du richtig. Wenn das nicht dein Thema ist, dann ist es nicht deine Legung. Wir gucken jetzt mit den Security Cards von Nadine Breitenstein. Ja, du möchtest also in die Stabilität, in die Sicherheit, das feste Fundament. Man sollte auch offen mit dir umgehen. Du wünschst dir das und du möchtest diese Liebe leben. Auch, dass da vielleicht jemand sein Herz mal öffnet, der in die Blockade guckt, der aber auch dann, wenn das immer zu blockiert, natürlich auch die Liebe und das Glück blockiert, was am Ende liegt. Ja, wir haben hier die Erklärung. Es gibt hier Einflüsse von außen und da wird das ständig manipuliert oder reingeredet? Letztendlich gesehen, schwarze Magie halte ich mal außen vor, weil es reicht schon, wenn ich mir negative Gedanken mache. Das ist auch schon genug Energie. So, ansonsten haben wir hier auch die Wiederholungen, die unter den Lennys ja auch schon gelegen haben. Und da muss halt irgendjemand jetzt mal aussteigen. Aus seinen Dramen oder Konflikten, je nachdem. Ja, du bist aber gemeint und du hast auch ein bisschen hinzugucken, ob du dir das da auf Dauer so gefallen lassen möchtest. Denn es macht ja auch was mit einem, wenn man das sehr, sehr lange mitmacht und zieht auch an den Nerven. An der Geduld sicherlich sowieso und schließlich und endlich auch an der Liebe. Da machen wir uns, glaube ich, alle nichts vor, wenn das irgendwo nicht so ganz weitergeht, wie man sich das vorstellt. Ja, das ist aber der Weg und darum ist
Erzengel Fürst Metatron auch gefallen, um hier wirklich auch bei sich zu bleiben, sich anzugucken, sich zu hinterfragen, zu wissen, was ich will, welchen Weg ich gehen möchte und was ich im Leben erleben will und wie man mich behandeln sollte. Also da fällt eigentlich das Komplettpaket rein, was ich hier auf diesem Weg mit diesen Aufgaben zu lernen habe, mich selbst zu finden. Ja, das ist da die Aufgabe, den Lebenssinn für mich zu finden und zu wissen, wie will ich mein Leben weiterhin gestalten. Ja, du möchtest in die Verwirklichung sicherlich deiner Wünsche. Das wünsche ich euch auch alles, das ist kein Thema. Ich glaube, da wollen wir alle hin. Und ja, solange ich aber auf jemanden warte, mache ich mich auch abhängig und dann komme ich da nicht an oder nur sehr schwer. Gerade wenn solche Persönlichkeiten hier immer eine Rolle spielen, die da hineinreden möchten oder immer dazwischen funken. Und der Herr dann in den Rückzug geht, um sich zu distanzieren, weil er mit allem anderen sicherlich überfordert ist, aber für sich auch nicht so richtig die Dinge klären will. Obwohl er klug ist und durchaus in anderen Bereichen sehr klar, auch in dem Fall meistens sehr erfolgreich, um da dann seine Defizite abzudecken und Bestätigung zu finden. Das ist leider so. Aber da muss er selbst hingucken, da kann man ihm leider nicht helfen. Ja, vielleicht haben wir dann auch so einen kleinen Skeptiker, der also alles in Frage stellt und schließlich und endlich sich damit immer selbst im Weg steht. Und hier über dieses Verhalten, vielleicht auch in den Meinungen immer hin und her zu springen, natürlich irgendwann noch unglaubwürdig rüberkommt. Und dann ist man natürlich auch misstrauisch, ob derjenige einen hier nicht ganz gerne verarmen möchte. Ja, ihr werdet wissen, ob ihr so einen Typen dabei habt. Wichtig ist, dass du hinguckst, ob dir das gut tut. Ja, denn es geht um dich auf diesem Weg. Denn wenn es da nicht so ist und sich da Defizite im Krankheitsbereich auftun, dann sagt mir mein Körper auch, guck mir da mal bitte hin, da stimmt was nicht. Ja, also das ist leider auch der Fall. Gut, ich habe hier auch noch die unabhängige Frau, die du vielleicht mittlerweile dann auch bist. Das wäre schön, wenn du dann sagst, gut, ich lasse ihn da, wo er ist. Ich gehe jetzt meinen Weg weiter. Ich lebe mein Leben. Ich habe meinen Spaß. Das Leben hat mir genügenderweise gezeigt, dass ich hier nicht auf dich warten muss. Ich soll auch noch mein eigenes Leben leben. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann mach da weiter. Aber ich will auch meins leben. Denn wir hatten hier genügend Wiederholungen. Und Kreisläufe, das Labyrinth ist hier auch nochmal gefallen. Und das sind auch sicherlich Herausforderungen, die da immer wieder auftauchen, wo man immer das Gefühl hat, man misst jetzt gerade seine Kräfte mit dem anderen und ist hier ständig am Kämpfen. Gut, kämpfen müssen wir alle nicht, das ist leider so oder Gott sei Dank. Aber der Herr kommt auch immer wieder auf dich zu. Der kann nicht ohne dich. Ja, also das ist da der möchte das ja auch, und du machst immer wieder die Tür auf, weil er dieser feurige Mann ist, du hast diese Intuition, dieses Gefühl, die Verbindung steht, du kriegst alles mit, was auf der anderen Seite passiert, weil es bei dir ankommt und du möchtest doch eigentlich nur glücklich sein. Die Seele baumeln lassen, das Schöne im Leben mit diesem Mann leben und der
macht nicht so ganz, wie du möchtest. Darum ist das manchmal vielleicht nur ein Kampf gegen die Strömung und man lässt nicht fließen, nicht auf sich zukommen, ist nicht im Fluss mit sich selbst und auch nicht mit seinem, in dem Fall deinem Leben. Ja, also da, guck bitte mal hin. Das ist gerade die Aufforderung, sehr bei sich anzukommen. Nicht den Herrn als Augenmaß zu nehmen und sein Verhalten und wie er sich verhält und was er macht und geht er nun und tut er nun und kommen wir nun zusammen. Ich weiß, ihr wollt das alle wissen. Als ich auf dem Weg war, wollte ich das auch immer wissen. Und ich war dann auch immer neben mir an und lief neben der Spur und war nicht bei mir. Ich kann euch da komplett nachvollziehen. Darum weiß ich auch ganz genau, wo ihr seid und kann euch da abholen, wo ihr seid. Aber wie gesagt, in dem Fall ist er nicht die Hauptperson in deinem Leben. Nein, die Hauptperson bist du selbst. Und nur wenn es dir gut geht, geht es auch allen anderen gut. Das ist so. Ja, also ganz viel hier auch wieder. Ich habe so meine Truppen hier bei mir. Ich weiß, die sind vielfach in den Dreieckskisten. Aber auch in den Konflikten, weil da Exen mit reinspielt, die Mutter mit reinspielt, überhaupt die Familie mit reinspielt und man nicht richtig frei ist, beziehungsweise Mann dann tatsächlich Mann. Ja, ihr werdet wissen, wo ihr da gerade seid. Aber dies ist ja eine Legung auf dich und das sind die Aufgaben, das sind die Themen, die hier jeder im Endeffekt hat. Du liebst den, du findest den toll, das ist schön, glaube ich dir ohne weiteres. Ist nur die Frage, ob ich dieses Drama drauf brauche und ob der Herr da mal aussteigt. Gut, und da werden wir sicherlich auch noch hinkommen. Wir gehen jetzt mal mit den Karten von Jerome Marquette hier nochmal rein. Ja, da scheint gerade eine Distanz zu sein zwischen euch oder wieder Rückzug, je nachdem. Wenn man hier so ein bisschen jetzt hochrücken, damit wir Platz kriegen. Nee, das sind zu viele. Das neue Kapitel. Oder du bist das Geheimnis. Mal gucken. Die Lüge. Aber auch die Schleue, schlau sein und taktisch vorgehen, beziehungsweise ja, vielleicht ja auch mal einfach nur auf sich zukommen zu lassen und zu gucken. Hier kommt die Begegnung mit dem Gespräch. Du möchtest hier in neue Wege gehen und sicherlich auch in die Veränderung. Ja, da soll es hingehen, das Alte hinter sich hier zu lassen, offen zu sein, um in die Stabilität, die Sicherheit mit diesem Mann zu kommen. Vielleicht auch, um wirklich zu gucken bei dieser Begegnung, bei dem Gespräch, das kommt jetzt gerade, ob du wirklich dran festhalten willst. Wenn hier also jemand weiterhin mit der Blockade unterwegs ist, dann sollte ich vielleicht mal für mich eine Entscheidung treffen. Denn diese Seelenpartnerschaft, Entschuldigung, in dieser Form scheint schon etwas länger zu laufen. Gut. Deine Intuition wird dir das eine oder andere sagen. Können auch die Ängste sein. Bitte nicht mit Ängsten arbeiten. Das führt meistens zu nichts. So, wir gehen jetzt mit den Tarotkarten von Matthews mal dahin,
was da jetzt kommen soll. Wir haben hier die Königin der Schwerter. Die Liebenden. Die Fünf der Münzen. Die zwei der Kelche, das Rad des Schicksals, das wird interessant. Gut. Das Ass der Schwerter, der Hierophant. Der Brunnen. Die Königin der Münzen. Ich möchte ja noch mal kurz einführen, wenn mir das gerade kommt. Ich weiß, dass viele von euch auch bei meinen Kolleginnen unterwegs sind. Das ist alles okay. Da darf auch jeder tun, was er möchte. Ich möchte nur kurz einflechten. Jeder von uns deutet die Karten auch etwas anders. Egal, ob es die Lennys sind oder ähnlich. Von daher, es ist so. Jeder deutet anders. Und das bitte akzeptieren. Ja, ihr deutet eure Karten auch anders. Und das dürft ihr auch, denn die Karten müssen euch ja was sagen. Aber mir oder den anderen müssen sie auch etwas sagen. Gut. Das mal dazu, weil da ab und an mal so ein Hinweis kommt. Du deutest die Karten falsch. Nein, das würde ich jetzt nicht sehen. Ich deute sie so, wie sie bei mir ankommen. Ich glaube, dafür mache ich das schon zu lange. Das ist jetzt keine Rechtfertigung, sondern mal ein Hinweis. Gut, wir sind also bei den Liebenden. Es geht tatsächlich um die Liebe und in dem Fall sicherlich auch zwischen euch. Du möchtest es hier mehr oder weniger auch leben, was verständlich ist. Wollen wir im Endeffekt alle. Und gut, wir haben hier die Königin der Schwerter. Das kann hier die Frau sein, die da immer hineinfuscht, die also durchaus sehr kühl ist und ja, auch ihren Weg geht, vielleicht auch so ihre Dinge durchsetzen will, sehr freiheitsliebend ist, vielleicht aber auch alles haben möchte, die sich auch nicht unterordnet, also die geht ihren Weg, die ist vielleicht ein bisschen eiskalt. Ja, ansonsten haben wir hier noch das Ass der Schwerter, was natürlich auch sagt, wenn ihr hier so in unangenehmen Situationen hängt und ein Hin- und Hergespringe ist, dann ist es hier jetzt mal nötig, wirklich in die Entscheidungen zu kommen und eine Lösung zu finden, entweder zu zweit, wenn der andere mitmacht, oder generell für mich selbst. Ja, es ist wichtig, dass in dem Fall er hier auch weitergehen sollte, damit auch du dahin kommst, wo du hin willst. Denn ich muss ja nicht immer alles machen, was andere sagen oder meinen, ich sollte so sein, weil dann bin ich zu unzufrieden, aber der andere, der hat dann immer alles, was er braucht, bloß ich nicht, weil ich ja zurückstecke. Ja, also hier gilt es, in die Kommunikation zu kommen, eine Entscheidung
entweder für sich selbst oder gemeinsam zu treffen, wie ihr gemeinsam weitergehen wollen oder gegebenenfalls in die Trennung gehen. Denn das Rad des Schicksals ist da genauso drauf, dass es darum geht, hier wirklich jetzt nach vorne zu gehen, einen wichtigen Schritt hier wirklich zu tun in die Veränderung. Also das Schicksal, das Rad des Schicksals möchte sich weiter drehen. Nicht nur für dich, sondern generell sicherlich sowieso. Denn es geht hier ja wahrscheinlich um 3 Personen. Und wichtig ist das aber, wir sind ja jetzt bei dir. Das Schicksal möchte, dass hier jetzt nicht mehr Stillstand ist, sondern hier wir aus dem Tiefgang des Brunnens herauskommen und jetzt durch den goldenen Bogen gehen, wie Pechmarie und Glückmarie. Und wir sind jetzt Glücksmarie und wir wollen das Glück hier jetzt einfangen für uns selbst. Ja, und in dem Fall wirklich weitergehen und jetzt auch das Glück dann erleben. Ja, der Stern sagt sein Übriges, der hier gefallen ist, da steht alles unter einem guten Stern, wenn man jetzt wirklich mal eine Grenze setzt und sagt, so bis hierhin und nicht weiter. Ich bitte hier jetzt mal, dass wir eine Entscheidung treffen, um jetzt auch entweder gemeinsam weiterzukommen oder aber du gehst hier generell einen anderen Weg. Ja, denn das kann durchaus sein, denn wir haben hier letztendlich gesehen auch noch den Hierophanten, der für mich ein anderer Mann ist, der also hier mehr auch oder schon weiter ist, der weiß, wohin er will, der nicht mehr sucht, sondern bereits gefunden hat und seine innere Sicherheit nach außen auch demonstriert, dem man Vertrauen schenken kann, der auch Vertrauen rüberbringt und seinen Überzeugungen und seinen Gesagten auch Folge leistet. Ja, also auch weit dann das tut, was er da sagt und nicht immer nur drumherum redet oder dann wieder alles hinschmeißt. Ja, also da kommt noch generell jemand ganz anderes auf dich zu, falls das hier dann doch letztendlich gesehen in die Brüche gehen sollte, je nachdem, wie das Gespräch hier ausgefallen ist oder ausfallen wird. Mit den 5er Münzen ist es nochmal dieses, ja, eventuell einen Verlust hinnehmen müssen, um hier jetzt wirklich durch diese andauernde Krise durchzugehen und zu sagen, nein, das möchte ich nicht mehr, ich will hier weiter, ich möchte etwas ganz anderes leben. Und das kann ich mir sicherlich auch mit dir vorstellen, aber wenn du hier weitermachen möchtest, dann kannst du das gerne tun, aber dann bitte in Zukunft ohne mich. Denn es gilt hier jetzt nicht mehr mit verschlossenen Augen durch die Welt zu gehen, die Arme über der Brust zu kreuzen, wie hier die 2 der Schwerter ja mehr oder weniger schon sagt und ständig in dieser Unfähigkeit zu leben, dass wir hier uns entscheiden, immer ständig im Zweifel zu hängen oder aber auch in den Unsicherheiten, mittlerweile dann irgendwann, weil es sich sehr hoch katapultiert, in dem Misstrauen und wir nur ständig Konflikte haben. Nein, das ist auf Dauer nicht der Weg. Da schiebt man nur die Entscheidung ständig vor sich her, läuft hier mit verschlossenen Augen rum, ist nicht wirklich offen, solange wir die Arme über der Brust verkreuzen. Nee, und das ist nicht die Königin der Münzen. Wenn du die bist, ja, dann weiß die, was sie will, dann ist sie so weit, dass sie unabhängig ist, dann geht sie weiter, dann lebt sie ihr Leben, trifft Entscheidungen, ist da sehr mutig und du möchtest hier wachsen in dir selbst, du möchtest weiterkommen, sicherlich auch mit dem Partner an deiner Seite, der das aber auch kann und nicht stehen bleibt. Und da wäre natürlich der Hierophant toller. Der bringt in dem Moment alles mit. Die 2 der Kelche ist auch noch eine Karte, die das unterstreicht, dass ich da mit dem mit Sicherheit hinkomme.
und in dem Fall diese Beziehung lebe auf Augenhöhe und im Wachstum, im Gemeinsamen und all das jetzt erleben kann und darf, was ich mir da wünsche. Gut, ich weiß, das ist bis jetzt nicht unbedingt das, was sich viele von euch wünschen würden. Aber manchmal ist das Neue wirklich das, was mich weiterbringt, das, was jetzt Ansage ist. Und ich muss, ich sage jetzt bewusst, man muss nur den Schritt über die Angst machen, jetzt für mich etwas klarzustellen. Und das wäre diese Aussprache mit dem Herrn, der da blockiert, um dann für mich eine Entscheidung zu treffen. Dann kann das Leben weitergehen. Und dann ist das nicht das Ende. Und dann warten noch ganz viele andere Möglichkeiten, denn dann hast du die Meisterschaft und die Aufgabe, damit das Rad des Schicksals sich weiterdreht, erfüllt. So, das gebe ich euch jetzt mal so mit, wie ihr das macht. Das ist euer Leben. Ich will euch hier nichts vorschreiben. Nein. Nein, ist nicht meine Absicht. In dem Fall hat jeder seinen Weg, jeder trifft seine Entscheidung, jeder muss seine Erfahrungen machen, um zu seinen Erkenntnissen zu kommen. Und glaubt mir, ich bin auch oft genug Kreislauf gelaufen, bis ich den Absprung doch noch geschafft habe. Ja, ist so. Manchmal ist es so. Und in dem Fall wünsche ich euch hier ganz viel Kraft, ganz viel Energien. Auch wenn man sich dann mal wieder alleine sieht, aber in diesem Alleinsein kann man sehr viel reflektieren, kommt wieder bei sich an, wird einem vieles klar, man sieht klarer und man weiß unter Umständen dann auch, was man will. Ja, es ist so. Es wird diese Begegnung geben. Du möchtest hier in die neuen Wege und du möchtest in die Veränderung. Raus aus diesem ständigen Rückzug und raus aus dem, dass sich immer wieder jemand meldet, auf dich zukommt und im Endeffekt verändert sich nichts. Er hat zwar eine hohe Anziehung auf dich, dadurch, dass er hier als feuriger Mann reinkommt. Du spürst den auch, aber das ist ein Seelenpartner generell und überhaupt. Aber Seelenpartner sind nicht immer auch gleichzeitig Bindungspartner. Vielfach eher welche, die mir noch ganz viel über mich selbst zeigen. Ja, überleg dir, ob du aus dem Labyrinth raus möchtest. Ich drücke euch. Die Zukunft wartet, die Zukunft winkt mit dem Glück. Das Rad des Schicksals will sich weiterdrehen. Der Stern wird diesen Weg auch weiterhin dich. Der Stern wird dich auf diesem Weg auch weiterhin begleiten und die 2 der Kelche kündigt an, dass du dahin kommst, wo du hin möchtest. Ich drücke euch, ich wünsche euch alles Gute, viel Glück auf eurem Weg und wie gesagt, guckt euch das an, das Gespräch wird die entscheidende Wendung geben. Entweder es geht mit ihm weiter und er wächst, oder aber du lernst generell jemand ganz anderen kennen. Alles Liebe, bis dann, schönes Wochenende. Vielleicht hören wir uns heute Abend noch. Bis dann.